Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. So, liebe Freunde des Rockstar TV Podcasts, wir sind heute bei Nummer 18 unseres Podcasts angekommen und ich freue mich total, dass der Florian wieder da ist. Florian, sag Hallo. Hallo. Danke, Florian. Deine voluminöse Stimme hat uns wie immer sehr bezaubert, aber darum geht es heute wieder mal gar nicht. Stopp. Du musst das noch erklären, was ich gestern gemacht habe. Dass ich hier heute überhaupt sitze, irgendwie, dass es, dass ich hier überhaupt reden kann, irgendwie. Ich habe dem Andreas gestern eine Audionachricht zugeschickt, irgendwie mit dem Gast, den wir jetzt hier haben. Ich will es noch nicht vorwegnehmen. Und dann habe ich dem Andreas einfach nur sagen müssen, ich bin gerade auf einem Junggesellenabschied. Und dann habe ich ihm noch eine Audio zugeschickt, aber die spielen wir euch jetzt nicht vor. Eigentlich schade, weil dann würde man mal hören, wie sich der Florian anhört, wenn er live von einem Junggesellenabschied spricht oder mir Messages schickt. Also es war großartig, es war absolut großartig. So, aber darum geht es auch nicht. Es geht jetzt nicht darum zu wissen, was der Florian gestern so alles getrieben hat, sondern es interessiert uns natürlich, was unser Gast heute zu sagen hat. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich den Jörn Hessen vom Mountainbike Tourismus Forum Deutschland. Und ich sage herzlich willkommen, Jörn. Schön, dass du da bist. Hey, hey. Sehr gut, sehr gut. Jörn. Du hast ja ein bewegtes Leben in der Fahrradbranche schon hinter dir. Und aktuell bist du beim, ich möchte da jetzt auch nicht vorgreifen, wir möchten dich später natürlich noch ein bisschen erzählen lassen. Aber aktuell bist du jetzt beim Mountainbike Tourismus Forum. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Vielleicht möchtest du uns einfach mal kurz so ein bisschen erzählen, was ist denn überhaupt das Mountainbike Tourismus Forum? Ich glaube, unsere Podcast-Zuhörer können nicht alle damit unbedingt anfangen, was das ist. Und uns beide interessiert das natürlich brennend, was das Mountainbike-Tourismus-Forum ist. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Das tue ich dann doch gerne. Ja, danke erstmal für das mögliche Interesse an meiner Person heute. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht werde ich euren Erwartungen errecht. Das Mountainbike-Tourismus-Forum ist einer der ein, zwei wenigen Mountainbike-Verbände Deutschlands mit einem starken touristischen Hintergrund. Also die Idee von den Gründern war halt einfach mal 2014, 2015 eine Denkfabrik für den Mountainbike-Tourismus in Deutschland darzustellen und halt die ländlichen Regionen nachhaltig zu entwickeln mit touristischen Mountainbike-Produkten, beziehungsweise einfach nach der Vision her, Deutschland zu einer Mountainbike-Destination von Weltrang zu entwickeln, weil die Begebenheiten sind da, die sind vorhanden. Wir haben unheimlich viele Mittelgebirge, die sich dafür eignen. Wir haben eine unheimlich starke, große heimische Szene. Aber trotzdem steckt diese ganze Sparte halt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, ich kann das natürlich lebhaft quasi nachvollziehen. Im Sinne davon, weil ich ja natürlich mit Triberg Bike Reisen selber auch Fahrradreisen veranstalte und natürlich auch sehe, dass es quasi hier in Deutschland manchmal noch so ein bisschen stiefmütterlich das ganze Thema behandelt wird. Wir haben zwar tolle Bikeparks, aber wir haben manchmal, glaube ich, noch nicht so die Infrastruktur, wie es andere Länder zum Beispiel auch zu bieten hätten oder haben auch, ne? Das heißt also, haben vor allen Dingen, also dieser ganze Verbund aus Hotels, Liftanlagen, vergünstigten quasi Eintrittsgeldern für die Lifte und dergleichen, das gibt's ja quasi woanders schon alles schon seit Jahren und das ist hier in Deutschland immer, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, das hängt manchmal so ein bisschen hinterher und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was das Forum glaube ich, auch so machen möchte, ne? Dass sie quasi die Leute zusammenbringt, die zusammen gehören. Ja, genau. Also der Wille ist da, die Möglichkeiten sind da. Man will da auch was machen, aber es hapert manchmal so wirklich ein bisschen so an der Vernetzung. Ne? Dass einfach viele Sachen flächendeckend, sei es Infrastruktur, sei es halt auch einfach nur andere Produkte miteinander multifunktional zu vernetzen. Klar, man muss sich aber halt auch vorstellen, ein Outdoor-Sport ist halt selten
in Clubs, in Vereinen, Organisationen organisiert. Man ist halt als Mountainbiker nicht so sichtbar. Ne? Es gibt unheimlich viele, aber wenn man sich das mal überlegt, dass mittlerweile an die 16 Millionen Deutsche Mountainbike fahren, manche sich vielleicht selber gar nicht als Mountainbiker bezeichnen, aber wenn man sie dann mal fragt und sie dann doch schon antworten, dass sie recht regelmäßig, mindestens 3-4 Mal im Monat mit dem Mountainbike unterwegs sind und das dann auch gerne im Urlaub machen, ist das halt schon eine Menge. So viele Leute sind in Deutschland halt nicht mehr im Fußballsport oder im Fußballverein organisiert. Trotzdem, guck, wie viele Fußballplätze wir bundesweit haben. Nichts gegen Fußball an der Stelle. Aber im Vergleich dazu, für 15 Millionen Fußballer die Infrastruktur verglichen, für 16 Millionen Mountainbiker ist halt wirklich marginal. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir haben grundsätzlich immer so ein bisschen das Problem, dass wir halt kein Mannschaftssport sind und die Mannschaftssportarten halt im öffentlichen Leben, glaube ich, immer ein bisschen präsenter sind. Und am präsentesten ist natürlich der Fußball. Und dann kommt, glaube ich, lange Zeit nichts und dann kommen die anderen Ballsportarten. Und weil sie halt vereinsorganisiert sind, haben sie, glaube ich, auch einfach eine größere Lobby als wir als Fahrradfahrer, weil wir halt immer sehr individuell sind. Ne? Genau das, aber auch, weil natürlich, muss man ja auch dazu gestehen, einfach auch etablierter und populärer ist. Und Mountainbike wird es halt gerade noch. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen zurückschaut, da war ich noch sehr jung. Aber wie viele Tennisplätze entstanden sind, nachdem Boris Becker und Steffi Graf damals ihre Phase hatten. Wenn man da halt in 10, 20 Jahren hinkommt, wäre das sicherlich eine tolle Sache, eine tolle Entwicklung. Absolut, absolut. Ich glaube, uns fehlt tatsächlich einfach so ein bisschen, uns fehlen so Leuchtgestalten. Stopp mal, da bin ich ja 64. Ja, dann bist du ganz schön alt. Gott. Danke für diesen wichtigen Einschub, Florian. Das war jetzt echt, das war gut. Ich hab gesehen, dass das Forum jährlich stattfindet und dass ihr euch quasi auch jährlich immer so ein Leitthema ausdenkt. Ne? Ich glaube, das letzte Mal, dieses Jahr, glaube ich, war es Flow, wenn ich mich recht entsinne. Ah, Flow war schon einer der Zurückliegerinnen. Dieses Jahr war es Roots. Ein bisschen Ursprünge, Roots, okay. Die Ursprünge des Mountainbikens zu eruieren oder halt einfach nochmal da zurückzutauchen. Ne? Also es ist halt einfach, wie gesagt, ein junger Sport. Und wir haben da halt einfach mal so ein bisschen alles unter dem Aspekt gestellt, womit hat es angefangen, wie hat es sich entwickelt, warum hat es sich zu dem jetzigen Zeitpunkt so entwickelt und wo wird halt die Reise hingehen. Weil von irgendwelchen Freeride-Pionieren, die entweder an der Westküste Kanadas damals Goldgräber Trails runtergefahren sind oder noch früher halt im Marin County auf den Mount Templates Berg, die diese Crunker-Rennen gefahren wurden. Und da hat sich ja mittlerweile, guck dir mal heutzutage ein Fahrrad an, kannst du halt gar nicht mehr vergleichen. So, und ein paar Sachen sind auf jeden Fall gleich geblieben und wir haben da halt einfach geguckt, wo kann die Reise hingehen und was ist dafür nötig, dass der Sport auch sich weiter so positiv entwickelt, wie er sich bis jetzt entwickelt hat. Ja, absolut, absolut. Ich finde, das Thema Roots passt eigentlich auch jetzt ganz gut so ein bisschen zu der Überleitung. Nämlich, was sind denn so deine Wurzeln? Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass du schon ziemlich, ziemlich lange Jahre in der Bike-Branche unterwegs bist. Magst du uns ein bisschen über deine Geschichte erzählen? Ja, genau. Also ich bin gebürtiger Düsseldorfer, aber ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und dann halt einfach immer irgendwie in NRW dann doch hängen geblieben mit ein paar kürzeren Unterbrechungen hier und da. Und ja, die Liebe zum Radfahren, ist immer schwierig, da einen Startpunkt festzulegen. Ich glaube, so mit 6, 7, das erste Fahrrad, war ich dann eigentlich meine ganzen Nachmittage unterwegs im Park oder an der Bordsteinkante. Und mit 10 habe ich mir dann das erste Mal beide Schlüsselbeine gleichzeitig gebrochen. Und das setze ich dann immer so ein bisschen so als Startpunkt, als der Bordstein oder der Park halt nicht mehr ausgereicht hat und man sich selber so ganz kleine Herausforderungen im Gelände gesucht hat. Und da hatte ich dann schon mein erstes Giant ATX 850 mit
weiß ich nicht, 60 mm Elastomer Federgabel vorne. Und das muss dann alles so 1998, 1999 gewesen sein. 1999 war ich als 10-Jähriger auf meiner ersten großen Reise, damals ganz aufregend, mit dem Zug nach Todtnau. Und dann in Todtnauberg in der Jugendherberge mein erstes, ja, ich glaube, Kids Camp hieß es damals. Mit Manfred Stromberg, damals, als ich noch genauso groß war wie Manfred Stromberg heute. Und mit den alten Legenden. Mit Stromfred, auch übrigens Duisburger. Und Stefan Herrmann und Holger Meyer. Und da habe ich dann, davor habe ich halt hier viele Herausforderungen gesucht. Und dann war es April 99 und wir standen in Todtnau, damals erste Downhill-Strecke. Und es hatte geschneit. 20 cm Neuschnee und ich war das erste Mal in meinem Leben auf einem richtigen Berg mit V-Brakes. Und dann nahm alles weiter seinen Lauf. Irgendwann habe ich dann den Zeitpunkt verpasst, ne, mit der ganzen Geschichte aufzuhören. Ich habe dann damals noch, auch noch ganz cool gewesen, ich habe dann, lass mich 11, 12 oder so gewesen sein, vielleicht 12. Damals war ja so die Dichte an Fahrradläden noch nicht so groß oder Mountainbiken generell halt eher so eine sehr exotische Form des Fahrrads. Und es gab einen Fahrradladen bei uns in Duisburg-Ruhrort, Planet Bike. Und da bin ich dann auch ganz aufregend und abenteuerlich in die Straßenbahn mich reingesetzt und bin das erste Mal in dieses Fahrradgeschäft gegangen und war wie ein Schlaraffenland. Ne? Also irgendwie wirklich als Kind komplett fasziniert und gefesselt. Und die ersten Produkte, die man damals aus diesen wenigen Magazinen mal einfach im Magazin sehen konnte, dann mal live gesehen, in der Hand gehabt. Die Mazzocchi-Plakate noch von damals. Und dann hat es halt nicht lang gedauert. Dann hatte der Laden mich, kleinen Elfjährigen, als ständige Nervensäge. Und in meinen Sommerferien habe ich mich da komplett eingebucht. Und da habe ich halt super nette, tolle Leute kennengelernt, mit denen ich heutzutage noch befreundet bin, die mich wirklich tatsächlich ja dann auch noch weiter zum Mountainbiken geführt haben. Und sie waren damals Anfang 20 und hatten trotzdem die Muße und Geduld, einen 11-, 12-Jährigen mitzunehmen und überall mit hinzuschleppen. Da bin ich dann halt im Endeffekt sehr dankbar. Und da war dann halt frühe 2000er, war ja die Szene im Ruhrgebiet ja wirklich auch noch sehr, sehr klein und überschaubar. Ne? Also da gab es halt 50 Leute, die Radfahren im Wald betrieben haben und man kannte sich alle untereinander. Das war schon ganz geckig auf jeden Fall. Ja, das ist das ist schon echt cool auf jeden Fall. Ich finde aber, das hat auch so ein bisschen, jetzt gerade was du erzählt hast, finde ich, es hat einen schönen Aspekt nämlich zutage getragen, nämlich es geht tatsächlich beim Fahrradfahren nicht unbedingt nur um den sportlichen Aspekt, sondern wie du erzählt hast, dass sie halt quasi die 8- bis 9 Jahre älteren Jungs dich quasi damit infiziert haben oder dich auch quasi, man könnte sagen, unter ihre Fittiche genommen haben und dir dann quasi auch den Sporten weiter nahegebracht haben. Das finde ich halt cool. Also, weil das zeigt halt wieder so, dass es halt das Mountainbiken halt nicht nur irgendwie ich setze mich allein aufs Fahrrad und fahre meine Runde, sondern es geht eigentlich auch immer darum, dass man gemeinsam was erlebt und gemeinsam Spaß hat. Ja, total. Und dass ich damals Teile zum Einkaufspreis bekommen habe. Das ist als 12-Jähriger auch wirklich sehr hilfreich, wenn du mit diesem Sport anfangen willst. Ja, und vor allem, vor 20 Jahren waren die Teile ja noch nicht so haltbar wie heute, ne? Ja, kommt drauf an, ne? Je nachdem, welche Komponente aber halten. 2 Kilo Roots Vorbau aus Gussalu, der war auf jeden Fall haltbar, was man damals noch gefahren ist. Ne? Also das erste Downhill-Rad, was ich in der Hand hatte, waren stolze 28 Kilo, die er gewogen hat. Ne? Also die waren schon stabil, robust und resilient auf jeden Fall. Ne? Ich sage das deshalb, weil wir hatten einen Podcast davor, hatten wir den Gino zu Besuch, den Gino Schlifske von Flatout. Und der hat halt irgendwie genauso dasselbe berichtet wie du und hat uns halt auch von seiner Rennkarriere erzählt. Ne? Und dass er halt quasi wirklich
pro Rennen halt echt nach jedem Rennlauf, der so ungefähr, wie lange dauert so ein Rennlauf, keine Ahnung, ein paar Minuten, danach erstmal stundenlang wieder damit beschäftigt war, das Fahrrad wieder in einen fahrtüchtigen Zustand zu versetzen. Ja, ja, da kam dann halt ein bisschen später, also die Jungs waren dann natürlich auch, damals war man da halt auch noch wirklich sehr competitive, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Die ganzen Ober-Ruhrberg-Podcups, also unsere eigene Ruhrgebiets-Rennserie in frühen Nullerjahren, wo du dann immer die 50 gleichen Starter hattest und ich glaube ich allein die Juniorenklasse gefahren bin. die gab es dann ja und dann sind halt die Jungs auch damals viel, das war damals noch tatsächlich in Zeiten, wo es noch eine Downhill-Bundesliga gab. Später dann zum Riders Cup geworden ist und dann zum Mountainbike Rider Cup, da wo ich dann auch auf die ersten Rennen mitgenommen. Die ersten bin ich noch nicht selber mitgefahren, habe ich mir erstmal einen Überblick gemacht und dann halt auch ziemlich früh im frühen Alter angefangen, meine ersten Rennen zu fahren. Und ja, und das lief ja eigentlich auch ganz gut und hat mir natürlich auch große Freude gemacht, teilweise auch mitunter, dass man immer einen Grund hatte, Freitag nicht in der Schule zu sein. Und ja, aber irgendwann mit 18 hatte ich dann den Führerschein und dann war ich da auch sehr ambitioniert unterwegs. Hab dann aber ziemlich schnell auch gemerkt, nach ein, zwei Jahren, boah, immer so wirklich viel Radfahren tust du nicht, ne? Also du kommst sonntagnachts, montags zurück, dann machst du mal vielleicht einen Tag entspannen. Organisierst schon deine Ersatzteile, bist am Waschen, am Dienstag fängst du schon wieder neu an zu packen, Mittwochnachmittag setzt du dich auf die Bahn, fährst 600, 700, 800 Kilometer, Donnerstag machst du Startnummerausgabe, läufst einmal die Strecke ab, Freitag hast du dann eine 3-4 Stunden freies Training, wurde vielleicht 4-5 Läufe zuerst Sektionstraining, dann wartest du Samstag noch den ganzen Tag auf dein Seeding, Quali oder je nach Rennformat. Ja, und Sonntag machst du dann ja auch nicht mehr viel, ne? Dann guckst du, dass irgendwie noch die letzten ein, zwei Sachen sitzen. Und ein paar Sektionen nochmal, aber versuchst ja eigentlich Kräfte zu sparen. Und dann hast du Sonntag deinen Rennlauf und dann hast du einen Platten nach einer Minute und dann fährst du wieder 700 Kilometer mit so einer Fleppe zurück. Ja, ne, dann bist du sehr viel im Auto und nicht so viel auf dem Rad. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das wollte ich dann noch nicht. Und dann habe ich mir halt eigentlich direkt nach der Schule mit 20, 21, habe ich mir dann irgendwie den Traum ermöglicht, ein halbes Jahr gekellnert am Düsseldorfer Flughafen von morgens bis abends und bin dann nach Kanada geflogen für ein Jährchen und war da wirklich sehr viel Zeit am Kompensieren, Zeit auf dem Fahrrad kompensieren, die ich in den ein, zwei Jahren davor nicht so wirklich hatte und bin danach zurückgekommen und ja, irgendwann war der Punkt vorbei, ne? Also die Ambitionen, irgendwie großartig was Vernünftiges zu machen, die waren halt schon immer da irgendwie mit zwei Rädern. Das sollte auf jeden Fall so sein. Aber eine Ausbildung als Zweiradmechaniker hatte ich jetzt auch irgendwie nicht als großartig perspektivisch für mich angesehen. Und dann habe ich einfach mir meinen Weg gesucht und bin dann halt vom Rennenfahren ein bisschen weg. Hab halt versucht auch so ein bisschen, was für mich auch Mountainbiken sehr viel mit zusammenhängt, dass man unterwegs ist, dass man draußen ist, dass man neue Fleckchen der Erde kennenlernt. Hab halt einfach versucht, viel Reisen mit dem Mountainbiken zu verbinden. Hab dann meine ersten Reiseberichte für ein paar kleinere Magazine, am Ende für ein paar größere Magazine geschrieben. Hab hier und da die Fahrtechnikkurse gegeben, hab das gemacht, was man irgendwo machen konnte, um irgendwo ein paar Euros mit Mountainbiken zu verdienen. War damals mit 19 total stolz, als ich meine erste eigene Rechnung geschrieben habe, über 100 Euro. Ich weiß nicht, D-Mark war schon vorbei, nee, 100 Euro. Das war damals meine erste Rechnung. Und dann ist es halt so geblieben, dass ich weiter immer dem Sport verbunden war. Ich habe dann für die Firma Schwalbe damals auf dem Race Support aufgeholfen, für den Michael Kull, der damals oder bis zuletzt halt den Race Support für Schwalbe gemacht hat. Habe dadurch dann auch so meine ersten Einblicke im Weltcup bekommen.
Genau, habe hier und da was gemacht. Hatte dann doch zwischenzeitlich auch nochmal so einen kurzen Anflug von Eifer und habe nochmal in Dortmund ein Sportstudium begonnen. Was inhaltlich aber mir auch echt sehr viel Spaß bereitet hat, aber einfach ich so ein bisschen an diesem bürokratischen Irrsinn und Wahnsinn von der Hochschule echt leider wieder auf der anderen Seite den Spaß daran verloren habe. Beziehungsweise kam ich dann halt auch genau zu dem Zeitpunkt so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zum Angebot, ein internationales Athletenteam aufzubauen und zu führen. Das kam dann auch so ziemlich über Nacht und das habe ich dann auch so ziemlich Hals über Kopf angenommen. Obwohl ich im Downhill-Weltcup, ne? Im Downhill-Weltcup. Manche werden sich noch erinnern können, war dann irgendwann spätes 2012 und da wurden dann so die ersten Gespräche im Hintergrund geführt und dann ist zum Januar 2013 dann an die Öffentlichkeit gegangen, dass die Zweirad-Einkaufsgenossenschaft in Köln mit ihrer Mountainbike-Marke Bulls auch in den Gravity-Bereich einsteigen will. Genau. Und das ist dann einfach auch wie so viel anderes in meinem Leben einfach so passiert. Und dann waren 3 spannende, aufregende Jahre Athletenteam managen und das Sportstudium ist zur anderen Seite dann hinten runtergekippt. Was beinhaltete dann quasi dein Job des Athletenmanagements? Also warst du so ein bisschen Mutti für alles und durftest dich um sowohl technische als auch irgendwie persönliche Probleme der Jungs irgendwie kümmern oder wie sah denn dann so dein Alltag aus? Wahrscheinlich viel Reisen, ne? Viel Reisen, irgendwann dann immer so im Zeitraum von Mai bis Oktober, da war schon sehr, sehr, sehr viel. Im Endeffekt tatsächlich Mädchen für alles und tatsächlich alle Bereiche ein bisschen, wenn nicht sogar ganz, das, was ich machen konnte. Und es war auch einfach von der Konstellation her, hat sich das auch so entwickelt, dass ich da jetzt auch leider keinen großartigen Support an irgendwelchen anderen Enden hatte und eigentlich so eine One-Man-Army dann halt selber versucht habe zu stemmen. Ne? Natürlich hatte ich da in Sachen Marketing und PR, in der Vermarktung des Teams, mit dem Mediapartner, mit dem Mountainbike Rider Magazin, halt schon natürlich einen Support. So in dem Bereich habe ich natürlich auch sehr viel redaktionelle Aufgaben selber übernommen, geleitet, eingestielt, eingetütet und halt auch die ganze Berichterstattung von vor Ort. Und war natürlich auch die Schnittstelle zwischen den Fahrern, zwischen der Firma, zwischen der Entwicklung, zwischen den Produzenten, halt auch da, um einfach die Prototypzyklen zu organisieren. Es war damals ja, also die ZTG hatte halt keine Vorerfahrung im Gravity-Bereich und war halt alles Neuland, auf das wir uns da begeben hatten und dann halt auch ziemlich, ja, ich will jetzt nicht sagen vorschnell, aber schon recht zügig und recht spät dran. Und genau, da natürlich auch irgendwie koordinierend die Räder dann halt auch mit getestet und Christian Textor, der damals dann ja noch wirklich mit 2013, mit Anbeginn davor natürlich auch schon aktiv im Downhill war, aber wir dann halt 3 Jahre eher fester Bestandteil des Teams war und halt auch eine unersetzliche Säule für mich, auch heute noch. Also was Taxi mit seinem technischen Verständnis reingebracht hat und auch einfach im alltäglichen Team-Business und Teamgeschäft, wo Hand anzulegen war. Also Taxi war da halt schon meine zweite Hand. Ne? Also Props an dieser Stelle. Die 3 Jahre wären auf jeden Fall noch heftiger für mich verlaufen ohne Taxi an meiner Seite, der da halt auch wirklich am Ende auch sehr viel Koordination, halt zum Beispiel in diesen ganzen Ersatzteil, Spareparts-Management reingebracht hat, weil Taxi auch ein unheimlich gutes, wirklich tolles, ausgezeichnetes technisches Verständnis hat, von Lagergrößen bis hin zur Geometrie. Genau, und dann
ist es halt alles beim Team. Ne? Dann ist es halt Logistik, Reisebuchung, Flugbuchung, Fähren, Unterkünfte, natürlich auch viel Verbandsarbeit. Ne? So Profilizenzen müssen halt auch bürokratische Hürden durchlaufen. Du brauchst die Lizenz vom BDR, vom Weltradsportverband. Du hast da unheimlich viele Regularien zu beachten als Trade-Team. Da einfach nur eine Rennanmeldung ist nicht so einfach, wie es sich anhört, dass du da auch keine Fristen verschläfst. Und dann sind dann halt noch tausend andere Sachen, von der einen Schraube bis zum Werkstand, bis zur Markise, bis zum Autoservice vom Fuhrpark, alles Mögliche. Und wir hatten ja nicht nur ein Downhill-Team, wir haben ja auch noch, also erstens halt mit Winmasters schon einen Fokus einerseits auf den Downhill-Weltcup und dann halt auch immer geguckt, dass wir halt deutsche Nachwuchstalente suchen und auch fördern, die dann halt eher auch tendenziell nur die europäischen Weltcups da Erfahrungen sammeln konnten und da auch an Wins-Seite reingezogen werden konnten, die dann aber halt natürlich auch der heimischen Rennserie verbunden war. Und zusätzlich halt auch noch, damit es halt nicht langweilig wird, haben wir natürlich ja noch den Slopestyle-Sektor bedient und hatten da natürlich halt auch ein Deutschlandrad Hardtail und Fully entwickelt und haben dort damals die FMBA da auch noch an verschiedenen Bronze-, Silber- und Gold-Events teilgenommen. Und du dann auch? Also ich auch dann nicht mehr, aber ich habe dann halt okay. Auch noch, ne, ich habe abends dann halt noch den Bus gefahren, gekocht, die Wohnung sauber gemacht, alle irgendwie eingesammelt nach der Afterparty. Aber nicht noch Fingernägel lackiert, ne? Nee, das nicht. Es war aber schon aufregend, das waren drei volle Jahre. Also ich glaube im ersten Jahr bin ich irgendwann Ende April, Mitte April aufgebrochen und war, ich glaube, bis Oktober insgesamt vielleicht mal 2,5 Wochen, aber nie im Stück, 2,5 Wochen gesamt zu Hause in dem Zeitraum. Also war ein wirkliches Ping-Pong und Leben aus dem Koffer und aufregende 3 Jahre, die mich bestimmt auch ein paar Haare gekostet haben, wo auch ganz bestimmt nicht immer alles so gut lief. Aber ich war halt auch immer noch, ich war noch nicht mal 25, ich war Anfang 20 und ja, der Autodidakt, ne? Warte nicht ganz, lernst du dann halt einfach Learning by Doing und aufregend auf jeden Fall. Also ich glaube, das hört sich schon so für einige von unseren Zuhörern, inklusive mir, hört sich das schon echt total aufregend an. Mir auch. Also das hört sich schon so, also wenn ich mir, als ich damals irgendwie angefangen habe mit Downhill-Rennen, nicht mit Downhill-Rennen, sondern mit überhaupt Downhill, habe ich mir natürlich auch die Rennen angeschaut und gucke mir das heute immer noch an. Und mir vorzustellen, da quasi zu arbeiten, glaube ich, das ist schon echt geil. Aber ich glaube natürlich, ich bin natürlich ganz bei dir, dass das natürlich auch höllenanstrengend ist. Aber würdest du sagen, es war eine prägende Zeit und es war eine super geile Zeit? Ach, ich bereue das auf gar keinen Fall. War eine ganz tolle Erfahrung, ne? die mich da auch viel weitergebracht hat. Und also ich meine, es kann nicht passieren, dass an irgendeinem Weltcup, der stattfindet, dass ich da was anderes vorhabe und nicht um 12.30 Uhr hinterm Rechner bin und gucke. Ne? Also das ist halt auch immer geblieben, wenn du das 3 Jahre mal selber gemacht hast. Also da diese ganze Leidenschaft, die bei Rennen reingeht und Linienwahl und alles das im Vorfeld. Also das prägt einen schon, auch wenn ich ja spätestens, also seit Beginn des Teams kein einziges Rennen mehr gefahren bin, außer vielleicht mal irgendein Wiesenslalom auf dem Charity-Event. Es hat halt immer noch eine ganz, ich finde nicht das richtige Wort dafür, das heißt Leidenschaft. Ne? Ich fahre keine Rennen, aber ich bin im Rennsport unheimlich eng dadurch auch irgendwie verbunden. Und ich finde es halt auch bis heute einfach so, ja, so mitreißend, dass du halt der weltbeste Fahrer sein kannst. Und dieser Weg dahin, den du in 3-4 Tagen hast, um das alles so weit hinzubekommen, jedes Detail fertig zu haben, bis Sonntag 14 Uhr 31, 30 Sekunden, bis der Piepen losgeht.
Und dann einfach alles zu verknüpfen in diesen einen Lauf und das zusammenzubringen und runterzubringen, ist halt erstens auch mental einfach so eine beeindruckende Leistung und gleichzeitig aber auch so mitreißend, wenn du halt mal so Hintergründe mitbekommen hast, wie wirklich, was so wirklich hinter den Kulissen dann beim Downhill-Weltcup passiert. Ohne jetzt das eigene Team schlecht zu stellen. Es gibt da halt natürlich auch schon die ganz großen Player, die seit 20 Jahren im Downhill-Weltcup vertreten waren, also die großen Firmen. Und wenn dann wirklich um die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Plätze, um die Podiumsplätze geht, was da für eine Arbeit hintersteckt, jeder Millimeter, wie der Reifen gecuttet wird, dass du den Freibau ausbaust, um jede mögliche Reibung bis aufs Niedrigste zu reduzieren, um irgendwo eine Tausendstel Sekunde rauszuholen, das musst du halt mittlerweile auch. Und das macht halt Downhill Racing einfach so spannend aus meiner Meinung wie kaum eine andere Mountainbike-Rennformat. Wie haben dich denn oder generell, wie war denn so das Auftreten der anderen Teams, also vor allen Dingen der großen Teams euch gegenüber? War das eher immer so ein, ey, kollegial, wir machen alle denselben Sport, wir sind halt nur ein bisschen größer als ihr, aber wir sind alle cool und wir sind eigentlich alle so eine coole Posse? Oder war das eher schon so, unser Circle ist halt so closed, ne? Da, wir möchten jetzt nicht so unbedingt mit euch irgendwas zu tun haben, weil ihr seid ja doch eher so die Underdogs oder so, ne? Das ohne dass ich das wertend anhören soll. Das, zu 98% ist es unheimlich partnerschaftlich und ist halt schon wirklich sehr familiär und ein Zirkus. Du bist halt, Mechaniker tauschen, unterhalten Teams, gehen mit ihren Fahrern mit. Es ist ein wirklich großer Zirkus, es ist eine Familie, mit der man halt eigentlich wirklich ein halbes Jahr fast die ganze Zeit verbringt. Man sieht sich jedes Wochenende, jede Woche ist man zusammen unterwegs, entweder auf der Fähre, man sieht sich am Flughafen, man sieht sich mal vielleicht den Dienstag und Mittwoch nicht, aber spätestens Donnerstag ist man halt dann wieder alles zusammen. Also jetzt halt beim Weltcup halt bestimmt noch ein bisschen anders. Aber wenn du dann Weltcup fährst und dann zum European Cup, du hast ja immer wieder die gleichen Gesichter. Du bist ja dann halt schon eine sehr große Familie. Also wenn dir da mal irgendwas fehlt und Kompressor gerade nicht zur Hand hast, da wird auf jeden Fall weitergeholfen. Ne? Also da ist keine Ellbogenmentalität im Fahrerlager. Ne? Da hat jeder, das ist ja auch der Tolle an dem Sport, ne? Jeder kämpft für sich gegen die Uhr und nicht gegeneinander. Das ist schon eine große Familie, die dahinter steckt. Und da sind auch sicherlich auch Freundschaften entstanden. Ja, klar, auf jeden Fall. Und auch Freundschaften, die bis heute noch anhalten, auf jeden Fall. Ja, das ist schön zu hören. Das ist cool. Weil oft, wenn man so sieht, dass sich solche Rennformate über die Jahre so stark professionalisieren, hat man manchmal so das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt beim Downhill-Rennen vielleicht, sondern in anderen Sportarten, dass sich das dann so stark professionalisiert und dass es dann wirklich so eine Ellenbogen-Mentalität hat. Und so, ich gönne dir nicht mehr die Butter auf dem Brot, sondern wir müssen jetzt hier quasi unseren Athleten quasi siegreich ins Ziel bringen. Ne? Klar. Die Industrie und die Rennteams, ne, also was jetzt von der Entwicklung in den Rädern reingeht, was natürlich heute auch ein wichtiger Parameter ist, einfach noch viel wichtiger als noch vor 20 Jahren, da ist natürlich jeder irgendwie bedeckt. Aber im Endeffekt hat halt auch wirklich jeder nur zwei Räder, einen Lenker und zwei Pedale und muss halt so schnell wie möglich von Punkt A nach Punkt B kommen. Und da wird immer halt so bleiben. Und solange es so ist, ist es immer halt nur der Kampf gegen die Uhr. Ja. An dieser Stelle, die Uhr. So, Florian, möchtest du gerne aufstehen oder möchtest du gerne noch ein bisschen weiter schlafen? Ich höre hier sehr, sehr gespannt, so wie beim letzten Podcast mit dem Gino. Irgendwie halt, das sind so Sachen, die ich wirklich noch nicht so wirklich erlebt habe und deswegen bin ich da sehr, sehr still und höre da sehr, sehr gespannt zu. Deswegen bin ich auch sehr ruhig und ihr kennt mich sonst da draußen anders, aber hier bin ich sehr, sehr ruhig und höre da gerne zu. Ja, ich glaube, das ist halt auch das Coole, wenn man halt mal jetzt jemanden zu Gast hat, der so ein bisschen
ja, von der anderen Seite erzählen kann. Weil wir der Flo und ich, wir gucken halt quasi die Rennen an und sehen halt immer nur das, was uns quasi geboten ist. Und maximal hat man mal die Chance, irgendwie, wenn man mal vor Ort ist, mal so ein bisschen hinterzugucken. Also ich glaube, ich war vor... wann war denn das? Ich glaube, 2016 war das, glaube ich. Da war ich in Huffield, da gab es die Weltmeisterschaften. Und zeitgleich hatte ich eine Reise vor Ort. Und so hatten wir da mal ein bisschen die Möglichkeit, mal zu gucken, wie so ein bisschen, wie so dieser ganze Tross da auf einmal aufschlägt, ne? Irgendwie gefühlt irgendwie schon eine Woche vorher alles aufbaut. Und dann quasi, wir haben uns natürlich auch entsprechend die Rennen angesehen. Es war super spannend. Weil ich glaube, auf den letzten Metern hat dann irgendwie... wie hieß er denn nochmal? Der fährt jetzt leider schon längere Zeit. Der war früher bei Santa Cruz im Syndicate. Fuß gebrochen, genau. Das war dann aber 2014. Da war ich live dabei. War das 14? Das war 2014. So ja. Oh, hey, siehste, dann war es 14. Ich habe auch nicht mehr so richtig im Gedächtnis. Aber wer war das dann nochmal? Josh Briceland hätte das Rennen gewonnen, wenn nicht dieser phänomenale Schwung ihn über die finalen Brückensprung ins absolute Flat hätte knallen lassen. Ja. Und im Endeffekt, lass mich jetzt nicht lügen, also... Da sollte G. Atherton damals noch auf GT gewesen sein, der 2014 den Weltmeistertitel geholt hat. Genau. Der hat dann gewonnen und Rachel hatte nämlich auch gewonnen. Und wir waren schon unten quasi im Zielbereich und haben die dann beide noch um ein Foto gebeten und waren ein bisschen starstruck. Es war wirklich eine saucoole Atmosphäre. Und das Rennen war sau spannend, auch wenn wir immer nur quasi die Zieleinfahrt gesehen haben. Aber dieser Sprung, der dann irgendwie leider nicht geklappt hat und er hätte es nur noch nach Hause fahren müssen, ja. Das war schon. Ja, genau. Und es war einfach so, oh, fuck, ey, das war echt hart. Aber es war halt super cool. Und wie gesagt, jetzt mal jemanden zu haben, der quasi lustigerweise auch noch beim selben Event dann aber quasi auf der anderen Seite steht, das ist schon interessant, wenn man da so ein bisschen mal erfährt, wie das tatsächlich, wie viel Arbeit dahinter steckt und auch wie viel, und wie viel Leidenschaft auch von heutzutage, ne, bei solchen Teams einfach reingeht. Also das ist kein 0815-Job, irgendwo im Weltcup-Zirkus zu sein, sondern das erfordert halt von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Da möchte ich nochmal eben kurz reingrätschen, weil ich war jetzt natürlich auch die ganze Zeit am Überlegen, irgendwie mit diesen ganzen Zeiten, irgendwie, die du da genannt hast, 2003, 2013, 14, wie auch immer alles. Ich sag mal so, irgendwie, ich war ja in der Musikbranche unterwegs und war 4 Jahre lang mit einer und derselben Band auf Tour. Also ich habe Tourneemanagement gemacht. Das hieß auch irgendwie jeden Donnerstag abends abmarschen, Tourbus, Freitag, Samstag, Sonntag Gig gespielt, Montag kommst du nach Hause. Okay, Klamotten waschen irgendwie halt, so wie du es auch gerade genannt hast. Dienstag dann irgendwie noch das Nötigste gemacht und Mittwoch dann schon seelisch darauf vorbereitet, dass es morgen Abend dann schon wieder losgeht. Die Organisation, also es ist ja auch so, also wenn ich jetzt diese Analogie aufbaue, es ist ja so, ne, irgendwie du kommst einfach, du hast ein Konzertticket, kommst da hin und siehst die Band und die spielt. Und die reißt sich echt den Arsch da oben auf der Bühne ab. So, ne? Und da muss auch alles stimmen. Ne? Der FOH-Mann muss die Technik vernünftig im Griff haben. Der Lichtmensch muss das haben. Ich muss den Eingang kontrollieren. Ich muss Zähler drücken, irgendwie wie viele Leute, weil mit Eintrittsgeldern gearbeitet wird hier und da und die ganzen Abrechnungen. Und dann, wenn dann einer steht, du Flora, mein Fingernagel ist eingerissen. Ach ja, komm hier, gib her. Ne? Zack, hier hast du Pflaster drauf. Und weißt du, auch so, ne? Irgendwie halt, das sind ja auch kleine Jungs in dem Sinne dann für mich irgendwo halt und gewesen. Und ich kann es jetzt aber nicht einschätzen, wie stressig du es hattest. Also bei mir war es
Ja, es war cool. Irgendwie, ich misse diese Zeit nicht, um Gottes Willen bloß nicht. Man hat sehr viel gesehen, man hat sehr, sehr viel erlebt. Aber es war auch einige Stressmomente, irgendwie, wo du da Vollpfosten hattest, irgendwie halt, die dann nachher irgendwie halt das Geld nicht bezahlen wollten, weil man mit dieser Kombo nicht in der Visions drin stand, in der ehemaligen Musikerzeitschrift. Dann meinte er da Theater zu machen und nicht die Gage zu zahlen. Ja gut, da ich irgendwie, dann können wir andere Wege gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen irgendwie, das fiel mir jetzt so gerade wie Schuppen von den Augen runter, wo du hast so alles erzählt. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit darüber nachgegrübelt. Es hat nichts mit Mountainbike, es hat aber eher was mit Musik zu tun bei mir damals. Ja, und das war halt wirklich von 2002 bis, ja, 4 Jahre, bis 2006. Das ist eine ordentlich stramme Zeit, ne? Ja. Und dann nachher selber auch noch ein eigenes kleines Label gehabt. Aber das sind andere Themen. Jetzt wissen wir endlich mal, was der Florian quasi gemacht hat, bevor er hier irgendwie zum Podcaster avanciert ist. Ne? Ja. Großartig. Aber wieder zurück zum Jörn. So, du warst dann erfolgreicher Teammanager und hast dann nach 3 Jahren beschlossen, so, das ist gut, aber jetzt muss was anderes kommen. Ja, so ziemlich. Also erfolgreicher Teammanager, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, wenn du ein Team leitest, du bist halt auch teilweise immer nur so gut, wie deine Fahrer jetzt sind. Ne? Also ohne jetzt da irgendeinen, aber ein erfolgreicher Teammanager. Der Erfolg misst sich halt leider beim Rennenfahren an Ergebnisse und manchmal kannst du als Team, als Teammanager, als Mechaniker, als Fahrer alles richtig machen. Und du hast am Ende trotzdem halt nicht den Erfolg in dem Sinne von Ergebnissen her. Das ist halt auch so ein Aspekt, der ja auch nochmal so ein bisschen gesondert zu betrachten ist. Ne? Also du steckst unheimlich viel Arbeit rein, was Flo gerade auch schon gesagt hat. Und du musst das halt auch mit Herzblut machen und mit Haut und Haar. Anders geht es halt nicht. Und dann machst du halt die Sachen und jeder geht die extra Mile und macht alles Notwendige und noch darüber hinaus und dann rutscht einem das Rad weg und ist nicht qualifiziert und dann sind alle Mühen, alle Vorbereitungen, Aufwand im Endeffekt halt nicht ganz umsonst, aber auf jeden Fall vielleicht nicht in Ergebnissen messbar. Also das ist halt auch sehr, sehr schwierig. Ne? Also wenn du aus dem Winter kommst und wirklich so für deinen Part halt in der Vorbereitung alles gegeben hast, Wochen, Monate lang und alles steht pünktlich da und dann bleibt der erfolgreiche Saisonstart erstmal die ersten 1-2 Rennen raus. Das ist schon, kann schon sehr demotivierend sein, nicht demotivierend, aber zum Haare ausreißen auf jeden Fall. Ein paar Haare habe ich gelassen, wenn ich jetzt nochmal auf deine Frage zurückkehre. Definitiv. So gab da sicherlich auch Momente dabei, wo man gedacht hat, oh Gott, ich kann nicht mehr. Das jetzt auch noch oder das und das dann schiefgegangen. Oder dann stehst du irgendwo 1-2 Tage vor Rennbeginn und die Rahmen sind nicht da. Und das ist dann manchmal schon mehr Aufregung, als einem lieb ist. So, aber ich will mich da echt zurückblickend gar nicht großartig lamentieren. War ganz bestimmt kein Spaziergang, aber war halt auch noch cool. Also, du wirst dann halt belohnt, wenn du auch ein paar Jahre später so zurückguckst und wenn ich Taxi heute sehe, wie er echt super stark in der Enduro World Series unterwegs ist und da als alleiniger Deutscher gerade überhaupt im abfahrtsorientierten wirklichen Leistungssport da die Fahne hochhält, hey, ist das erstens klasse zu sehen und wenn ich da einfach in den 3 Jahren mein Part zu beitragen konnte, ihm da halt auch eine Plattform damals in noch jüngeren Jahren zu geben, ist das halt rückblickend echt super cool und super erfüllend. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, das können wir alle drei irgendwie sagen. Wir hatten sicherlich jeder auf seinem Gebiet Jahre, die waren sicherlich sehr stressig. Aber am Ende des Tages muss man immer wieder das zusammenfassen. Und glücklicherweise ist das Hirn so strukturiert, dass man meistens die schlechten Sachen irgendwann ausblendet. Und es bleiben einfach nur die guten Erinnerungen zurück. Und so sollte es sein, genau. Und ja, also ich finde das total spannend, wie gesagt. Also ich kann das immer wieder nur wiederholen, das wäre für mich echt so, damals so in dem Alter wäre das auf jeden Fall so der Traumberuf gewesen, sicherlich. Weil
so tief dann in die Materie einzutauchen, ist einerseits, glaube ich, bestimmt total befriedigend, aber andererseits halt auch monsterstressig bestimmt, ne? Ja, kannst halt auch nicht lernen, ne? Es gibt keine großartige Einweisung oder gibt da kein Lehrbuch, keine Arbeitshilfe, how to manage a team, so. Manager für Dummies, ja. Genau. Also irgendwie durchläufst du alles und lernst du alles und machst definitiv viele Fehler, die mir auch mit Anfang 20 definitiv unbestreitbar passiert sind, aber... Im Endeffekt. Was hast du denn danach gemacht? Danach war wieder, da waren wir jetzt wieder im Turnus, dass ich in den 3 Jahren echt wirklich kaum Zeit auf dem Rad verbracht habe. Und da war dann wieder so ein bisschen der Zeitpunkt, da ich dann auch selber gemerkt habe, du hast da 3 Jahre gemacht und ist jetzt schon einnehmend. Und irgendwie so die beginnende Midlife-Crisis kam dann schon recht früh bei mir. Und oh Gott, ich war schon wieder 3 Jahre nicht auf dem Rad. Und ich... muss da raus und für mich war irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen die Mission dann abgeschlossen und bin dann die Jahre darauf wieder, habe mich wieder selber sehr drauf fokussiert, viel Zeit auf dem Rad zu verbringen, habe auch noch immer mal, also ich habe nicht immer nur mein Geld ausschließlich mit Radfahren verdient, ich habe auch immer mal hier und da 1-2 Projekte gemacht und auch ein bisschen paar ehrenamtliche Sachen habe ich dann danach in den Jahren ein bisschen Zeit für gefunden. Aber nichtsdestotrotz natürlich immerhin weiter auf 2 Rädern unterwegs. Ich habe dann sehr viele Reiseleitungen für diverse Radreise, Mountainbike-Reiseunternehmen geleitet in den Jahren, in den letzten 5, 6 Jahren. Teilweise für britische Veranstalter, für Deutsche und habe halt viel auch konzipiert, also wirklich touristische Konzepte, die dann auch international in Südostasien, wo wir da Pilotreisen durchgeführt haben und da halt ein paar Reisen etabliert haben, genau. Und nebenbei einfach weiter das Kleingewerbe laufen lassen, ne? Beratung und Durchführung von radbezogenen Projekten und dann auch nochmal ein bisschen im Marketing damals vom Schwalbe Super Gravity Cup unterstützend gewirkt und hier und da, wo ich das Gute sehen konnte, habe ich da irgendwie immer meinen Idealismus Gott sei Dank zu befriedigen können und bin jetzt halt natürlich auch recht glücklich über die Entwicklung, dass ich jetzt im Verband sitze und einfach selber meinen Teil dazu beitragen kann, dass noch mehr Leute an diesem tollen Sport teilhaben können. Was ist denn deine genaue Funktion? Der Autodidakt lebt weiter und dadurch, dass ich vieles kann, alles kann, aber nichts wirklich richtig. Bleibt halt immer halt so ein bisschen Mädchen für alles und kriegt da auch netterweise wirklich ganz toll die Freiheiten geschenkt, da einfach zu gucken, wo meine Stärken liegen und in diversen Projekten halt mich einzubringen. Das ist ziemlich cool. Projektmanager, im Endeffekt. Ne? Projektmanager kannst du halt immer sagen. Genau. Wir hatten letztens auch mal eine schöne Überschneidung, weil der Flo und ich und der Jörn, wir sitzen ja gemeinsam in der IG Ruhrgebiet für die DIMP. So, insofern haben wir uns auch kennengelernt und schätzen gelernt und wir hatten vor, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Verdammt, Mai. Ist, glaub ich, Mai. Das ist schon wieder 2-3 Monate her. Ne? Waren wir auf der, wie hieß die Halde nochmal in Dortmund? Schurenbach-Halde. Nee, wir waren einmal auf der Schurenbach-Halde mit der DIMP und dann waren wir auf der Halde Deusen. Genau. In Dortmund ist das gewesen, richtig, so eine richtig kleine Halde. Und da hatten wir uns quasi so ein bisschen verabredet und hatten eigentlich ein sehr schönes Projekt gemacht, was du auch mit quasi über das Forum mit betreut hast, ne? Genau, wir haben so einen kleinen Öffentlichkeitstermin. Der WDR war gespannt, hat sich auf der Halde bewegt und da waren wir dann alle in unserer Funktion als Mountainbike-Advocates unterwegs, um dem WDR
da einen kleinen Beitrag zu ermöglichen. Genau, und das finde ich eigentlich echt eine coole Geschichte, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir quasi, also es ist letztendlich egal, ob wir das jetzt gemacht haben oder ob andere das machen, aber wir haben das halt insofern so ein bisschen öffentlichkeitswirksam gemacht, weil der Mann vom WDR halt auch dort vor Ort war. Wir haben halt schließlich einfach nur den Müll eingesammelt, ne? Und ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man das heutzutage 2021 den Leuten immer wieder schön vorkaut und immer wieder schön vor Augen führt, dass wenn wir uns halt in der Natur bewegen, die halt auch so verlassen sollten, wie wir sie vorgefunden haben. Und im Idealfall sogar noch irgendwie das, was die anderen Leute hinterlassen haben, aufsammeln und wegschmeißen. Also ich finde, so eine Aktion, wie wir das damals gemacht haben, das sollten wir öfter machen. Und eigentlich sollte das auch jeder, der in irgendeiner Weise auf dem Mountainbike sitzt, sollte sich das wenigstens mal zu Herzen nehmen und das auch tun. Ne? Weil Das soll ja was ganz Normales sein. Schließlich, wir haben Handschuhe immer, also zum größten Teil, also ich kann nur von mir ausgehen erstmal. Ich habe immer Handschuhe an, ich habe zum größten Teil einen Rucksack immer bei mich bei und einfach mal ein bisschen Müll aufsammeln und dann an den richtigen Stellen abladen, also da, wo er auch reingehört. Und das sollte jeder Mountainbiker oder der sich auch selber so nennt oder schimpfen darf oder wie auch immer, oder auch wenn wir als Mountainbiker wandern gehen oder jeder Wanderer oder wie auch immer, jeder Mensch eigentlich, wenn er durch die Wälder geht, einmal kurz bücken, gucken, kann ich das anfassen? Ja, ich kann es anfassen, ich nehme den Müll einfach mit. Ja, perfekt, Flo. Also wenn du es so ankündigst, machst du meinen Job leicht. Also, wir haben da halt auch als DIMP und in Kooperation mit dem Mountainbike Tourismus Forum halt diese Sauberwaldaktion ins Leben gerufen und würden halt schon hoffen, dass wir da halt einfach einen Beitrag zu leisten können. Ne? Der Mountainbiker an sich, der geht sehr naturbewusst mit seiner Umwelt um. Und jetzt haben wir auch den Anschluss mittlerweile an den DAV gefunden, der sich auch an der Bewegung beteiligt und nun auch seine Sektion dazu aufruft. Und ja, das ist mit so vielen anderen Sachen große gesellschaftliche Probleme. Das Mountainbike bringt so viele Lösungen eigentlich mit, oder das Fahrrad an sich, wenn man darüber nachdenkt, was da für ein Potenzial drinsteckt, seit der Weg hin zur Alltagsmobilität, aber halt auch wirklich halt ein Beitrag zum Erhalt der Naturräume, zur Wertschätzung dieser Umwelt. Ne? Also wir sind angewiesen auf diese Naturräume, ohne die können wir unseren Sport nicht ausüben. Und wenn man sich dann halt mal Sachen von der Marktforschung anguckt, der Mountainbiker ist überdurchschnittlich gebildet, der wird vernünftig mit der Ressource Natur umgehen. Es gibt halt einfach leider genügend Leute, die halt keine Wertschätzung für die Wälder in unserer Umgebung haben. Aber wenn wir da als Community unseren Teil dazu beitragen können, wäre das auf jeden Fall super. Ja, ich glaube, also es liegt in der Natur der Sache, dass der Mountainbiker relativ viel Zeit im Wald verbringt. Und wenn man sich das teilweise aktuell anschaut, wie viele Leute jetzt auch Corona in die Wälder gespült hat und zu wie vielen Problemen das teilweise auch geführt hat. Ne? Also die Diskussion haben wir ja immer wieder. Und ich glaube, je mehr man das Bewusstsein der Leute schärft auf die Problematik, dass der Wald halt ein Raum ist, der muss gepflegt werden. Also da muss man einfach man muss was dafür tun, dass dieser Wald auch erhalten bleibt. Und das gehört dazu, halt einfach auch seinen Müll einfach zu beseitigen oder auch überhaupt den Müll dort gar nicht erst quasi zu hinterlassen. Am besten ist es irgendwie, schleppt keinen Müll in den Wald rein. Ja, richtig, genau. Und ich glaube, man muss es den Leuten immer wieder aufs Neue vorkauen. Und wenn es da Organisationen gibt, die größer sind als wir drei Einzelpersonen, die in unseren Kreisen das quasi kundtun können, dann ist das umso besser. Ja? Weil, und natürlich haben wir ja immer die Problematik, dass wir eigentlich jetzt abgesehen von der Umweltproblematik
eigentlich quasi immer so ein bisschen die immer den schwarzen Peter haben, ne? Also sei es dann, dass irgendwie Städte davon ausgehen, dass der Wald durch uns kaputt gemacht wird, was, würde ich jetzt mal sagen, erwiesenmaßen nicht der Fall ist, sondern es gibt andere, wie die Forstwirtschaft, die dann weitaus mehr dazu beitragen, dass Wälder kaputt gehen oder dass Wälder quasi abgetragen werden, ist es dann trotzdem immer wieder so, dass im Fokus stehen dann immer wieder die Mountainbiker und die müssen dann drunter leiden, dass zum Beispiel halt einfach auch irgendwelche Spots dicht gemacht werden, kaputt gemacht werden und so weiter und so weiter. Es muss doch ein Feindbild geben, irgendwie, damit die Gesellschaft sich aufregen muss. Entschuldigung, das ist meine Meinung dazu. Ja, es ist halt, glaube ich, auch einfach noch, wir sind da halt noch vom Image her so behaftet, immer ein bisschen als Rowdy dargestellt. Ich glaube, da haben aber auch einfach ganz viele andere Faktoren zu dem Ergebnis gewirkt, von der Vermarktung der Produkte oder wie der Sport so beworben wird. Aber wenn dir mal so das Realitätsbild anguckst, ist es halt nicht, dass alle mit Schredderbremse querfeldein irgendwo runterdonnern, sondern das sind halt auch einfach nur Familienväter, die auf die Tour gehen und dann halt auch ambitionierte Sportler. Aber dass da wirklich einer sehr rowdy-mäßig unterwegs ist, ohne Rücksicht und ohne Umsicht auf andere Nutzer, ist eigentlich ja auch die Ausnahme. Ja, und das finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich sage das jetzt einfach mal, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt 55 Minuten, ja fast 46 Minuten auf der Uhr. 56 Minuten auf der Uhr, mein. Ja, der Alkohol von gestern. Hups, jetzt habe ich es doch gesagt. Meine Güte, nee. Lieber Jörn, ich nenne ihn eigentlich, ich weiß nicht warum, es ist immer ein B noch im Kopf davor. Ich habe das am Anfang falsch gemacht, deswegen, aber ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Lieber Jörn, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl wir drei ja zusammen wissen, vor allen Dingen du selbst, dass du eigentlich gar keine Zeit aktuell hast. Von daher großen Dank geht von meiner Seite, vom Andreas auch, aber der wird, glaube ich, auch noch gleich ein Schlusswort sagen. Danke, dass du dabei warst. Dir noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns mal hoffentlich auf dem Trail. Ganz bald, bestimmt. Danke euch. Ja, ich halte mich kurz. Jörn, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super. Ich fand das total interessant, deinen Einblicken aus deiner Vergangenheit zu lauschen und mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen mal, uns mal so ein bisschen hinter den Vorhang zu führen, um mal zu schauen, wie denn so ein Weltcup funktioniert und wie so ein Team funktioniert. Das fand ich super cool. Könnte ich auch noch Stunden weiter dir zuhören, aber wir wissen alle, Zeit ist ein kostbares Gut und deshalb halte ich mich jetzt kurz. Ich danke dir, Jörn, dass du Zeit für uns gefunden hast im Podcast und ich wünsche dir weiterhin alles Gutes. Wir sehen uns bestimmt bald und ja, hasta luego. Besten Dank, Jungs. Kette rechts, geil bleiben. Danke, ciao. Bye, bye.